Die Warnung ist raus, wenn du kein Fake-Blut sehen kannst, bist du hier falsch. Ich bin heute als dein blutiger Herbst hier. Es ist Oktober, Spooktober, um genau zu sein. Und in diesem Monat gibt es bei mir zwei kleine extra Videos und eine Menge Halloween-Make-up. Weil ich das cool finde, weil es ein super, super schönes Hobby ist. Und natürlich kriege ich dieses Video mit ein bisschen Fake-Blut gut hin. Denn wir gucken uns heute, ich brauche die Brille dafür, jetzt kann jetzt sehr, sehr spannend werden. Ich bin also ein Blatt mit Brille, ein blutiges Blatt mit Brille. Sieht ein bisschen aus, als wäre ich Batman. Egal, auf jeden Fall gucken wir uns heute an die Geschichte von Halloween. Wie hieß denn jetzt der Account? Sekunde. Auf jeden Fall ist das Video unten verlinkt. Es geht auch nicht so lange. Das Video ist von Wer wie was Erkläragentur. Sehr interessant. Dann sind wir mal gespannt. Die Geschichte von Halloween gucken wir uns jetzt an. Und dazu bin ich halt ein blutiger Herbst, weil für mich der Herbst die schlechteste. Und ich mag dies nicht. Ich mag den Herbst nicht. Deswegen als blutiger Herbst. Der Halloween. Man liebt es, man hasst es. Man macht mit, ignoriert es einfach. Oder man fragt sich, was sollen diese amerikanischen Bräuche überhaupt? Aber wisst ihr was? Halloween kommt ursprünglich gar nicht aus Amerika, sondern aus Irland. Und von dort kommt auch die gruselige Laterne. Was ist das denn für eine geile Nummer hier? Also erstens, wie putzig ist das animiert? Zweitens, wie gut ist das erklärt? Ich wollte gerade schon einleiten und sagen so, nee, das kommt doch gar nicht aus den USA. Aber gut, okay, aber das ist ja sweet gemacht, oder? Also ganz im Ernst, wenn du das Video siehst hier gerade und du denkst dir so, boah, ist das niedlich. Du gehst sofort auf den Account drauf, beziehungsweise auf das Originalvideo, nachdem du die Reaction hier fertig geguckt hast. Und likest dieses Video, beziehungsweise hinterlässt den Erstellern auch einen Kommentar. Auch bekannt als Jack-O-Lantern. Vor langer, langer Zeit lebte in einem finsteren Loch in Irland der geizige und trunksüchtige Hufschmied Stingy Jack. Am Abend vor Allerheiligen nippte Jack in seiner Stammkneipe an seinem 10. Bier, als plötzlich der Teufel das Lokal betrat. Dieser wollte Jack ins Reich der Toten mitnehmen. Doch der listige Jack überredete den Teufel, ihm noch ein letztes Bier zu spendieren. Dummerweise hatte der Fürst der Finsternis kein Geld bei sich. Und kurzerhand verwandelte er sich selbst in eine Münze. Jack, der Geizkragen, steckte die Teufelsmünze sofort in seine Tasche. Und dort befand sich auch ein Kruzifix. So begab es sich, dass der Teufel sich nicht mehr zurückverwandeln konnte. Das ist schlau. Das ist sehr, sehr schlau. Und das ist so süß gemacht. Ich bin immer noch bezaubert von, wie niedlich das eigentlich aussieht. Aber das ist so unfassbar schlau gemacht, ne? Und ich finde, Jack hat gute Arbeit geleistet. Er war in Jacks Hosensack gefangen. Verzweifelt versprach der Teufel dem Lumpen Jack ein Jahr mehr Lebenszeit, sollte dieser ihn freilassen. Und nur ein Jahr? Das ist aber ein bisschen knauserig, ne? Der Gutste. Und so sollte es sein. Ein Jahr verging. Und als der Teufel wieder erschien, um Jack zu holen, bat ihn dieser erneut um einen letzten Gefallen. Der Teufel sollte für Jack einen Apfel pflücken. Kaum war der Teufel auf den Baum geklettert, ritzte Jack schon ein Kruzifix in die Baumrinde. Schon wieder war der Teufel gefangen. In seiner Not versprach der dunkle Gesell, nun Jacks Seele für immer und ewig in Ruhe zu lassen. Doch kurz darauf starb Jack. Und es wurde für Jack noch bitterer. Aber das ist irgendwie total schlau, oder? Jack hat es echt durchgespielt, das Spiel. Also ich muss schon sagen, Jack, Hut ab, ne? Also wenn das so gewesen sein soll, wenn, na natürlich, über solche Sachen werden immer viele Mythen erzählt und viele Geschichten, aber es ist so süß gemacht. Wir glauben das jetzt einfach mal mit Jack. Aber Jack ist eine gerissene Person hier. Wegen seiner ruchlosen Taten blieb für Jacks Seele das Himmelstor verschlossen. Oh. Er sollte doch zur... Da ist ein Bild von Darth Vader. Ja, Darth Vader darf auch nicht rein. Wie geil ist das denn bitte? Oh mein Gott. Ja, wundert mich nur, dass Voldemort da nicht hängt. Hölle gehen. Doch auch die Zuflucht in die Hölle blieb Jack verwehrt.
Der Teufel hielt nämlich sein Versprechen, sich niemals seine Seele zu holen. So verdammte er Jack in die kalte Dunkelheit. Als Almosen gab er der verlorenen Seele eine glühende Kohle mit. Na toll. Als würde der Geist das spüren, dass es heiß ist. Also wirklich jetzt mal, aber es ist putzig. Putzig. Und ja, natürlich, wo soll er denn hin? Ne? Er hat den Teufel um weiß ich nicht was gebracht. Da kommt er nicht hin. Also, ne, der Teufel hält ein. Klar, der hält immer seine Versprechen. So sagt man, ne? Wenn man daran glaubt. Und in den Himmel kommt er nicht, weil er den Teufel so ausgetrickst hat und weil er so ein, ne, weil er so ein sehr, sehr interessantes Leben geführt hat. Jack steckte die Kohle in eine ausgehöhlte Rübe. Und seitdem wandelt seine verdammte Seele mit der Laterne durch die Nacht vor Allerheiligen. Halloween war geboren. Und Jack-O-Lantern sollte von nun an alle bösen Gestalten und Geister abwehren. Ja, und wie kam nun Halloween nach Amerika? Das ist echt niedlich. Das sieht aus wie eine Eidechse, oder? Ich weiß ja nicht, aber das hier sieht auch so aus wie so eine Eidechse, beziehungsweise wie so ein Chamäleon. Jetzt hätte ich fast Chamäleon gesagt. Oh, immer diese Angewohnheiten, die man sich irgendwann mal angenommen hat. Ganz einfach. Um 1850 wanderten tausende Iren nach Nordamerika aus. Mhm. Da es dort aber mehr Kürbisse als Rüben gab, wurde die Rübenlaterne zur Kürbislaterne. Und zum Symbol für die Geschichte von Jack-O-Lantern. So also kam das Halloween-Fest nach Amerika und die Fratze in den Kürbis. Wer wie was wünscht ein gruseliges Halloween? Das ist aber süß und lieb und putzig gemacht. Oh mein Gott, warum ist denn das so süß geworden? Das ist wirklich süß. Wer wie was hat in dem Fall echt recht, weil das ist so sweet. Ja, und was aus den USA kommt, kommt natürlich nach in die ganze Welt irgendwann mal. Und die ganze Welt denkt sich so, ja, okay, cool, das machen wir einfach mit. Und natürlich kann man heutzutage sagen so, ich mag das oder ich finde das blöd. Ich persönlich finde es cool, ich mag das total gerne. Was ich halt schade finde, ist zum Beispiel, dass wenn bei uns Kinder klingeln, die nicht mal verkleidet sind und einfach so Süßigkeiten. Und dann denke ich mir auch so, nein, du musst dir schon Mühe geben, Kind, du musst dir schon Mühe geben. Und ja, aber das, mich hätte halt auch jetzt so interessiert, wie kam das mit den Süßigkeiten und so weiter und so fort. Ja, das hätte mich alles so ein bisschen interessiert, aber es ist so, so unfassbar süß gemacht. Ich habe das rausgenommen als extra Video jetzt für die Halloween-Zeit, weil es einfach putzig ist, beziehungsweise weil, ne, so Geschichte kann man ja mal gebrauchen. Und wir machen noch ein extra Video, das hat sich Mandy gewünscht und das gibt es wirklich an Halloween. Also, wenn du Bock hast, abonniere, bleibe, kommentiere, gerne Daumen nach oben. Wird ein super, super funny Look, finde ich, jetzt schon, ich freue mich drauf, und ja, das wird es geben, es werden weitere Reactions geben und diesen Look, genauso wie meine anderen Halloween-Looks, die ich hier zeige, kann jedes Mitglied meines Kanals in einer Entstehung sehen, also es gibt für Mitglieder die Entstehung in einem längeren Video. Meistens ist das länger, inklusive die blutigste aller blutigen Versionen. Das hier ist ja nur so ein bisschen so, da gibt es dann richtig Kunstblut. Also wir reden hier richtig von Kunstblut, ne? So Halloween-Style muss auch Kunstblut sein. Zu Weihnachten wird es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr weihnachtlichen Stuff geben. Aber ja, ich freue mich unfassbar dolle darauf, dich weiter verzaubern zu dürfen, wenn du abonniert hast. Und falls du ein Mitglied von mir bist, also wenn du Bock auf eine Mitgliedschaft hast, so teuer ist es nicht, ich freue mich drauf. Und ich danke dir jetzt schon mal von Herzen. Wir sehen uns also gar nicht mal so weit weg. Wir sehen uns Dienstag wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif. Tschüss.